So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere bei Creator Club. Jo, wir sind immer noch dabei und das nächste Spiel steht jetzt demnächst an. Und Spieltag Nummer 8 ist, glaube ich, in der Liga jetzt der nächste. Es dürfte jetzt in der Liga, genau, in der Liga geht es heute weiter auf jeden Fall. Und da geht es im Pokal schon gegen den nächsten Top, gegen den ersten oberklassigen Club, nämlich den FC Fulham. Die spielen, glaube ich, in der zweiten Liga momentan. Und so, ich gucke mal gerade, ob wir noch irgendwie was transferieren können. So, ich gucke gerade, ob wir noch irgendwie. Ja gut, der wird wahrscheinlich jetzt nicht zu uns kommen, genauso wie Jesus. Also da brauchen wir momentan in der vierten Liga momentan gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwie was zu holen. Nee. Da brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht drüber nachzudenken, irgendwie, ob wir da was holen könnten. So, jedenfalls. Gucken wir mal, ja. Gehen wir mal rein ins Spiel. Tranmere Rovers, das ist der nächste Gegner in der Liga und dann geht es im Pokal gegen den FC Fulham. Also, los geht's. Jo, schauen wir mal, wie es läuft. Auf ins Match. Natürlich wird er heute einer der interessantesten Spieler sein. Denn zuletzt war er sehr torhungrig. Gelingt ihm das auch heute wieder? Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren, also üblich, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, da freuen wir uns drauf. Die Gäste sind im Augenblick die Mannschaft mit der besten Offensive. Hat er gerade für der Crowd gesagt? Die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Das macht sie selbstbewusst. Wir haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Der Fußball ist und bleibt Volkssport Nummer 1. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, überall auf der Welt. Und es macht Spaß, das mitzuerleben. Es macht Spaß, die Fans zu erleben. Wahnsinn Stimmung hier. So, gucken wir gleich mal bei der Aufstellung rein. Hatte gerade Peter Crouch gesagt. Sie treten hier heute im 4-3-3 an. Nee, Peter Clark. Kurzer Kommentar. Okay, ich dachte mir schon gerade. Ich hatte es gerade verstanden. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen. Heißt ja gerade echt einer dieser Uwe auf der Ersatzbank. Das ist die Aufstellung der Football Friends. Jo, dann gucken wir uns unsere Aufstellung an. Offensiv an. Zwei gelbverlassene Spieler, eine Karte und nur ein Karte. Oder langfristiger Aufstieg ist natürlich der Aufstieg. Langfristiger Sieg ist natürlich der Aufstieg in der Premier League. Mal gucken, was dies Jahr sogar schon, was wir nächstes Jahr schon in Liga 3 spielen. Na dann. Auf geht's ins Match. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Wir wollen natürlich schön heute Tranmere ärgern. Und dann. Das ist die Chance. Er hat den Ball gehalten, aber es zählt ihn weiter. Und dann im nächsten Match Fulham. Zumindest richtig ärgern. Aber schaffen wir. Weiß ich schon nicht. Ja. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Gut dazwischen gegangen vom Verteidiger des der Rovers. Ein bisschen alles zu. Jetzt. Da hat er die Chance. Oh, gut gehalten, super.
Heidecke wird kurz kommen. Hereingabe jetzt. Den Ball kann er klären. Ja, das war ein bisschen zu sehr an die Mitte gespielt. Der Weg ist frei und wieder halt der Keeper. Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Der Ball kommt rein. Und wieder verhindert der Torhüter das Debutant. Jetzt ist plötzlich schon mehr ein bisschen Anzug. Ecke kommt in den 16er. Kein Tor. Die haben hier gerade ein bisschen zu viele Chancen. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Mir ist der Gegner gerade ein bisschen zu überlegen. Aber gucken, was drin ist. Ja, scheiße. Gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ein bisschen. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Ach, das schön, war ein bisschen zu offensichtlich. Dieser Pass da vorne in die Spitze. Also gut dazwischen gegangen. Wie gesagt, momentan stehen sie hinten nicht gut. Hat ein bisschen wieder die Ecke gut. Jetzt können sie kontern. Vielleicht mal ein Pass da vorne in die Spitze. Den breche ich ab, den Ball. Und dann ist es über eine andere Richtung zu Ende. Und dann ist es das halt so, dass wir da Auszeit sein, oder? Mehr gibt es nicht. Ein Voll. Yes. Und sie dürfen zu Recht jubeln. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2-gegen-1 Situation. Yes! Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Liam Feeney. Ah, Gott, hat sich gegangen. Ja, Christian. Hat da. Gut gemacht, da gut aufgepasst. Da kommt da vom gegnerischen Keeper. Wichtig, dass er da klärt. Kater. Machen Sie jetzt gut. Klar, ich dachte, er kommt ein bisschen besser, der Ball, aber der kam halt nicht so wirklich gut. Liam Feeney. Ja, gut, dazwischen. Den Ball hat er. Schön, mal aufgepasst da. Die Football Friends mit einem Angriff. Ja, gut, dazwischen. Aber der zweite Lauf kommt da, hat er, ne, von Patrick. Siegerbeute für den Keeper. Ja, wir sind noch nicht so drückend überlegen wie die letzten Spiele. Das ist, heute haben wir ein bisschen mehr Probleme. Wo ist die Lücke? Sie ja, schön dazwischen. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Nachteile beim Ballbesitz auf Seiten der Football Friends. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Gut gemacht. Keiner zu heizen beginnt. Genau hinschauen jetzt. Sie haben und den Schwenz so schön ist lang gehackt, da schießt 0:42 Minuten. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Ja, da macht der Keeper überhaupt nichts. Der will sich und kann sich da gar nicht bewegen. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und da gibt es dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er.
Aber der war schön sauber versenkt da hinten. Hier steht es 2 zu 0. Also 2-0 auf jeden Fall, weil das ist eine etwas beruhigendere Führung als dieses 0-0 zu 1. Die Gegner hatten einige gute Chancen, haben sie bisher nicht genutzt, weil unser Keeper gut aufgelegt hat. Wir haben jetzt erstmal zwei Chancen genutzt. Kein guter Zweikampf, mühelos geht er da vorbei. Und ja, damit sind sie am Ball. Oh, das war ganz unfreiwillig, aber es hat funktioniert, dieser Angriff. Der Trick hat mir. War kein Trick, sondern. Aber da ist der Keeper da mal gut. Macht sich lang und holt das Ding aus dem langen Eck. Ecke kommt. Jetzt mal. Dann pfeift er den halt tatsächlich noch. Der Angriff weg und fast abseits. Sie liegen klar in Führung und da sieht man wieder, dass sie wirklich die offensivstärkste Mannschaft sind. Unheimlich stark in der Vorwärtsbewegung, sehr kreativ. Und sie haben eben auch die Leute, die den Ball dann reinmachen. Also Hütter gewesen mit den Mentoren. Bin ich zufrieden mit. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit weiterläuft. Wir schauen uns das an. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Watson. Sparing. Ah, bloß nicht irgendwie eine unnötige gelbe Karte holen, weil wir wissen auch, zwei Spieler vorbelastet sind. Der Ball ist weg. Gibt's und zwar Carter und Partridge. Aber ich ehrlich bin nochmal in der Liga durch eine gelbe Karte gesperrt, als dann die Gerüchte haben sich bestätigt, Pokal. Ja, bei Tottenham Hotspur. Und jetzt auf einmal holt der durchmarschieren kann. Oh, warte, was für eine Chance. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig, kommt nicht hinter den Ball, viel zu ungefährlich. Ah, gut aufgepasst. Reese. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Der Ball kommt. Was für ein Reflex. Einfach nur. Aus der Drehung mit dem Keeper. Jetzt muss er hier neu in den Punkt setzen. Den Keeper ein bisschen. Und dann okay, nein, aber nicht das. Er ist da und kann den Ball erklären. Die Ecke. Ecke kommt in den 16er. Und da steht einer auf der Linie. Oder womit jetzt haben wir gerade ein bisschen Chancen. Watson. Vergeben gerade ein bisschen zu viel. Gutes Pressing jetzt. Ja. Ja, schön aufgepasst da. Aber super Technik. Das war doch nicht. Vorteil keiner und dann gibt es doch noch Freistoß. Ich habe nicht mal. Okay, ich war eigentlich nur Bein reingestellt und. Halbe Stunde noch, dann ist das der Keep, der Schiedsrichter sagt, nö, es war. Der geht genau auf den Torhüter. Na, jetzt kann man mal. Schönes gucken. Zuspiel. Gut in den Lauf gespielt. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Der ist nicht drin. Gut, da kommt der Keeper raus und holt sich diese Kugel. Großes Kompliment an den Torhüter. Ja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut, eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Ja. Denn muss er ein bisschen wird das eine den lässt er laufen. Längliche dran. Längle hat die Gucke. Er tritt da nochmal nach und das könnte nach für ja, nochmal eine gelbe geben. Richtig. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Grease. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Gut durchgesetzt, gefährlich. Jetzt ist es 3-0. Tolles Tor. 0-3, was könnte die Entscheidung sein? Ragend, wie sie da ihr Tempo ausspielen, wie sie umschalten, wie sie die Lücke erkennen. Aber da steht noch eine gelbe Karte auf. Da wird noch eine gelbe Karte aufgestellt. Ja. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und da gibt es dann nichts mehr zu.
Mit der Wette, dass er da nochmal einen gelben nachgezogen. Nee, hat er nicht, okay. Das wäre jetzt nochmal eine Karte gewesen. So, ich wechsle natürlich jetzt meine vermeintlich gelb vorbelasteten, also was heißt gelb vorbelasteten Spieler, also die eventuell gelb sehen könnten mit Lorden und Henry Nummer 2 neuer Spieler. Und bring noch mal ein bisschen Schwung in die Bude. Und das dürfte die Entscheidung auch sein. Wir sind jetzt mit dem fünften Saisontor. Happy birthday to the coolest football player, Bodie Jeffries. Happy birthday to all your friends and family. Da lässt er den Gegner aussteigen. Ein guter Block hier. Gut aufgepasst. Rudi. Jetzt ist Platz für den Konter. Vielleicht machen wir ich sehe dich. Fünf Worte. Was für ein Tor, Buschi. 0-4, 76. Minute, Hunter, Oliver Hunter mit dem nächsten Treffer. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Heimspiel ab. Man merkt das auch von den Tribünen. Ja, das ist eine ganz neue Situation für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Machen Sie das gut. Das da ist er jetzt durch. So, das war wichtig. Sparing. 8 Minuten jetzt noch. Es wird jetzt hier gewechselt. Nice try. Sie haben jetzt Platz auf Außen. Hereingabe jetzt. Ballverlust. Da wäre Platz für einen Konter. So, und jetzt gibt es den Konter auch vor unten. Die Chance. Besser muss ich. Nein, ins Glück. 0-5. 87. Ganz ehrlich, das war fast schon beängstigend, wie schnell sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser Abschluss. Perfekt. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann ist das toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar durchgesetzt. Sie hören die Klauen, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5-0. Sparing. Ja, schade. Fairer Einsatz hier. So, keiner weiß, das konnte nämlich nicht. Also, wenn man da heute noch alle stand. Nach wie vor lebt diese Chance. Gute Chance. Ah, das hat sich mit dem Kipper ausgespielt. Da stimmt fast alles bei diesem Versuch. Es fehlt das Glück. Wir haben den Schluss für diese Begegnung. Die Gäste holen sich. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit den besten Stürmen deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. So, Aufgabe gelöst. Und jetzt kommt das Spiel. Zumindest vorher Spiel des Jahres gegen den FC Fulham, gegen ein Team, was 2 Ligen oben drüber steht. Und da haben wir es auch nicht gesagt. Wir wollen jetzt einen oder anderen großen Club vielleicht mal gucken, was wir noch kommt, vielleicht wieder Premier League. Jetzt heißt es mal der FC Fulham. Da sehen wir uns in der nächsten Folge an. Und da freue ich mich wieder, wenn ihr wieder einschaltet, weil wir hier bei FIFA 22.